Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, liebe Mieterinnen und liebe Mieter, schön, dass ihr heute alle hier seid. Ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Menschen, der heute hier mit uns auf diesem Platz steht. Ihr könnt wahrscheinlich nicht alle Leute sehen, die heute hier sind. Auch wir können nicht alle Leute sehen, die heute hier sind. Es sind noch in ganz vielen anderen Städten in Deutschland und in Europa und sogar in Kanada heute an diesem internationalen Aktionstag gegen Mietenwahnsinn mit uns hier auf der Straße. Wir sind heute hier, MieterInnen dieser Stadt. In Berlin wissen wir alle, 85% wohnen zur Miete. Das heißt, das Problem der steigenden Mieten betrifft uns fast alle. Und deswegen sind wir hier, nicht erst seit gestern. Wir waren auch letztes Jahr hier und wir werden immer mehr werden. Das Mietenwahnsinn-Bündnis ist ein außerparlamentarisches Bündnis der vielen. Ganz viele stadtpolitische Initiativen haben sich zusammengeschlossen, um diesen Tag hier heute möglich zu machen. Die Demo heute wurde von über 280 Gruppen aus Berlin unterstützt. Wir wollen eine Stadt, in der sich alle Menschen wohlfühlen können. Eine Stadt, die bezahlbar ist, in der Menschen unabhängig von Einkommen, Herkunft oder Identität ein gutes Leben führen können. Genau. Wir stehen für eine solidarische Stadt für alle und wir freuen uns riesig. Ich sehe immer noch, ich kann hier gar nicht so richtig alles sehen, aber jede Minute kommen mehr Menschen. Die Straßenbahnen sind bestimmt auch schon überfüllt. Deswegen wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir fangen jetzt an mit unserem Programm. Wir machen ungefähr eine Stunde Auftaktkundgebung. Wir haben viele tolle Redebeiträge von unterschiedlichen Innis und Gruppen. Und dann werden wir ungefähr ab 12:30 anfangen, unsere Aufstellung der Demo zu beginnen. Das bedeutet, wir stellen uns dann langsam auf. Wir werden euch dann aber noch mal sagen, wie das abläuft.